wie groß das ist, nach 30 Jahren erste Titel zu gewinnen. Wirklichkeit für Gacinovic, der ist durch, der ist durch. Wie war das Gefühl, da so ein Tor zu erzielen? Tor, 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 Tor! Ich wusste nicht, ob ich schießen soll oder einfach laufen. Ekstase auf Hessisch! Das war wirklich Wahnsinn. Ich gehe schlafen. Und ein bisschen träumen. Gacinovic allein unterwegs Richtung Tor. Von damals auch am Strand von Athen. Mijat Gacinovic und sein Moment. Ja klar, das ist sicher mein Lieblingstor in meiner bisherigen Karriere. Und es ist schwer, ein besseres Tor zu erzielen. Ja. War das eine angespannte Lage 2018, als Achter 35 Bundesliga-Punkte hinter der roten Übermacht. Gegen Bayern war noch schwieriger, weil Bayern einfach in diesem Moment noch ein Stück stärker war. Aber wir waren auch bessere Mannschaft als ein Jahr davor. Als dieser goldene Pokal gegen Dortmund schon mal zum Greifen nah war. Und dann wechselt auch noch der eigene Trainer zur neuen Saison. Zum Finalgegner. Den Ball hinter die Kette legen, Männer. Wir können rausschieben, aber important ist Carlos. Und so, nicht hier den Kopf, sondern dahinter. Das andere negativ. Wir haben wirklich dran geglaubt, dass wir was machen können, wenn wir das machen, was Nico von uns wollte. Wir waren richtig, richtig gut vorbereitet und wir haben geglaubt, dass wir das schaffen können. Und am Ende hat es geklappt. Weil Wille und Leidenschaft an diesem 19. Mai stärker sind als alles andere. Ich kann mich erinnern, einen Tag vor dem Spiel, Bayern war fertig dann mit Training. Dann hat Thiago gesagt, oh, super Platz, ihr werdet morgen viel laufen und so. Und dann war ich schon ein bisschen sauer und dann, das war noch eine extra Motivation für uns. Mijat Gacinovic spielt wie viele Adler das Spiel des Lebens. Und Rebic trifft zweimal. Ja, ich finde, wir haben gutes Pressing gemacht. Dann haben wir bei Hammers Ball geklaut, dann einfach zu Ante nach vorne gespielt. Das war auch unsere Taktik, mit Ante vorne seine Speed zu nutzen, seine Kräfte zu nutzen, weil gegen solche Mannschaft brauchst du solche Spieler. Die Eintracht spürt, das wird unser Tag, die Heimkehr des Pokals. Einfache Worte wachsen zur Sinfonie. Bruder, schlag den Ball lang! Das habe ich auch später erfahren und ja, das war schon lustig. Und ich habe gesagt, Bruder, ich schlag den Ball lang! Typisch Ante. Mit dem Abstand von 5 Jahren ist auch Mijat bewusst, ihr habt den Menschen das Herz geöffnet. Ja, das ist schon etwas, was Eintracht und Frankfurt besonders macht. Verbindung zwischen Spieler und Fans. Und ich finde, das war sehr, sehr wichtig, in den letzten paar Jahren solche Erfolge zu feiern. Ohne diese Verbindung wäre es sehr, sehr viel schwieriger. Und ich finde, das ist sicher etwas, wo Frankfurt Unterschied macht. Der historische Tag beginnt für Gacinovic nach einer Stunde, im Kopf schon viel früher. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich Tor machen würde und ich hatte dieses Gefühl nicht so oft, aber immer wenn ich es hatte, ich habe Tor erzielt. Das ist es. Die Eintracht hat ganz Fußball-Deutschland in dieser Nacht gezeigt. Auch gegen diese Super-Bayern ist alles möglich. Du musst nur daran glauben. Ich habe Coman gehabt und ich musste sehr, sehr viel hinten helfen. Auch. Deswegen war es auch manchmal schwierig, nach vorne zu kommen, weil wenn du so viel nach hinten arbeiten musst, gegen so eine Mannschaft ist auch normal, dann ist es auch schwieriger, nach vorne zu kommen. Auch. Aber ich finde, das habe ich schon sehr gut gemacht. Die letzten Sekunden in diesem Finale. Und dann muss halt auch mal der Fußballgott sich auf die hessische Seite schlagen. It's going to be a nervous wait again for Frankfurt. The video assist. Die Sensation hängt am seidenen Faden Videobeweis.
Ja, ich war sehr nah und ich habe das schon ganz klar gehört, auch Kontakt. Und ich habe so Gott gebeten, dass es kein Elfmeter ist. No penalty. Seit dann ist zweier mein Lieblingsschiedsrichter in Deutschland. Er beginnt. Möglichkeit für Gacinovic, der ist durch, das Tor ist leer. Der längste Lauf ins Glück. So ein Tor zu erzielen, ja, ich finde, wie viele Spieler haben so ein Tor erzielt in der Karriere? Mit solchen Fans hinter dem Tor und alles, das war wirklich Wahnsinn. Wird der Eintracht Frankfurt zum Pokalsieg schießen? Tor, 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 Tor! 3:1, Eintracht Frankfurt, Ekstase auf Hessisch! Ja, das hat schon im Kopf sehr, sehr lange gedauert, weil ich wusste nicht, ob ich schießen soll oder einfach laufen und dann später schießen. Aber ich habe schon gesehen, dass es gut läuft und dass ich schon genug Zeit und genug Abstand habe. Und am Ende hat es super geklappt. Eine Ewigkeit für die Ewigkeit. Wie groß das Erfolg ist. Ich habe das ehrlich gesagt zuerst morgen realisiert, wo ich dann Gesichter von Leuten in Frankfurt gesehen habe und was das für die bedeutet. Dann habe ich realisiert, wie groß das ist, nach 30 Jahren den ersten Titel zu gewinnen und in so ein besonderes Spiel und gegen Bayern und so. Und jetzt hat Eintracht Frankfurt den Pott nach Hessen geholt. Ich finde, das war sehr, sehr wichtig für alle von uns, besonders für Eintracht Frankfurt, weil das war dann erster Erfolg nach langer Zeit und dann nach diesem Erfolg Frankfurt hatte noch ein paar große Erfolge und es war sehr, sehr wichtig. Die Renaissance der Sensation. Eintracht kann Pokal. Das war wirklich Wahnsinn.